Willkommen, willkommen. Wir sind hier in München und haben ein Paket bekommen vor ein paar Wochen. Ich war jetzt leider ein bisschen auf Festivals unterwegs, deswegen können wir das jetzt auspacken. Und zwar geht es hier natürlich um die neue Xbox. Das ist noch nicht die neue Generation der Xbox, sondern erst eine verkleinerte Version. Das kennen wir ja schon auch von anderen Konsolen, wo teilweise Slim-Version oder Lite-Version immer rauskommen. Hier haben wir jetzt einfach eine S-Version. Das kann für Slim sowie für etwas auch anderes stehen bei der Xbox. Die Xbox S kann nicht viel mehr als die alte, ist aber ein bisschen kleiner geworden, um 33%, glaube ich sogar kleiner. Und vor allem auch ist das Netzteil jetzt integriert, also wir haben nicht noch so einen dicken Brocken außerhalb von dem Gehäuse, das natürlich auch warm werden kann. Hier muss nur ein Stromkabel angeschlossen werden und schon könnt ihr loslegen zu spielen. Für mich das Wichtigste an Neuem, was die Xbox jetzt kann hier, die ich übrigens natürlich schon mal hier aus der Packung genommen habe, für ein anderes Video, ist, dass sie jetzt auch mit Bluetooth Controllern bedient werden kann und auch mit Bluetooth-Geräten, also Tastatur, Maus oder ähnliches, braucht jetzt kein extra USB-Adapter mehr und damit kann man auch den Controller, jetzt auch hier natürlich drin ist, in der Verpackung auch am PC einfach verwenden, ohne dass ihr einen extra Adapter dafür kaufen müsstet. Was ihr jetzt direkt vorne an der Verpackung seht, ist natürlich, die Konsole ist jetzt weiß geworden. Sie wird es noch in Special Edition geben, zum Beispiel mit Gears of War später im November oder so. Und das hier ist die 2TB Version, steht hier unten. Später wird es noch eine 500GB Version geben und noch ein bisschen weniger auch Speicherplatz, wenn ihr ein bisschen weniger Geld ausgeben wollt. Hier als allererstes die 399€ Version mit 2TB internem Speicher. Das sollte für viele Spiele ausreichend sein. Auf der Rückseite könnt ihr schon sehen, die Exklusivtitel von Microsoft wie Halo, Gears of War und weitere, die, glaube ich, hier noch Forza beinhalten würden, wobei da vorne ein Ford-Logo draufsteht. Und ansonsten gibt es noch die Tomb Raider-Dame, aber das ist, glaube ich, nicht exklusiv. Ansonsten an der Seite sieht man noch eine weitere Neuigkeit, das kann man hier ganz schön ablesen. 4K, das steht allerdings nicht für, dass man in Spielen 4K-Qualität jetzt mittlerweile hat, leider, sondern man kann in 4K streamen oder Videos anschauen mit Ultra HD und auch HDR. HDR ist immer eine sehr schöne Sache, denn dann sind die Farben einfach noch vibranter vom Dunkel auf Hell. Die Kontraste zum Beispiel bei Waldaufnahmen oder ähnlichem in Filmen wie bei Herr der Ringe sind dann einfach sehr viel schöner. Machen wir das Ganze mal auf, dann erwartet uns gleich so ein kleines Xbox-Fältchen hier oben. Das ist sozusagen eigentlich die einfache Bedienungsanleitung. In 6 Schritten kommt ihr schon dazu, dass ihr die Xbox gleich in Betrieb nehmen könnt. Die sind alle per Bilder erklärt, da braucht man keinen Text. Dann als nächstes haben wir hier so eine kleine weiße Packung. Hier ist dann ein bisschen was zu lesen drin und ein Standfuß, den zeige ich euch gleich. Als nächstes haben wir noch eine etwas dickere Box. Hier ist nicht das Netzteil, sondern einfach die Kabel und der Controller. Und dann haben wir die Konsole selbst. Die stelle ich jetzt schon mal dahin und dann war es das auch schon mit dem Inhalt der Verpackung, wobei hier unten natürlich noch viele rote und wichtige Sachen draufstehen würden für die Lieferanten. So, dann nehmen wir mal hier diese Styropor-Geschichten ab. Und schon kann man sehen, sie ist sehr schön klein. Ich habe jetzt keine alte Xbox zum Vergleich. Nur die allererste Xbox hätte hier, also es wäre jetzt 4 Generationen später schon, im Vergleich zu der Xbox, nicht One, sondern nur der Xbox. Danach kam hier die 360, das ist jetzt die One und One S, also 4. Generation sozusagen. Aber bevor wir hier mit der Xbox weitermachen, die jetzt mal auf die Seite stellen, schauen wir uns doch an, was hier in den kleinen Packungen hier drin ist, was ich eigentlich auch schon ganz kurz erwähnt hatte. Als allererstes natürlich ein HDMI-Kabel, das darf wie immer nicht fehlen. Da steht HDMI Highspeed drauf, das sollte 1,8 Meter lang sein, sollte auch gute Qualität liefern, aber da sind wir uns nicht sicher. Die sind nämlich nicht vergoldet, aber ich denke mal, die unterstützen auch schon den neuesten Standard, was auch Datensicherheit angeht, also HDCP. Dann haben wir 2 Batterien drin, Duracell hier in dem Fall für den Controller, aber ihr könntet natürlich auch Akkus verwenden, das empfehle ich natürlich jedem, denn der Controller hat auch einen USB-Anschluss, also die könnte man auch direkt dann über USB laden. Hier das Netzteil sozusagen, was ist das Netzteilkabel natürlich, das Netzteil ist ja in der Konsole selber drin. Und dann haben wir hier den Controller, der sich in der Größe und im Layout natürlich nicht verändert hat. Die Tasten sollen etwas präziser geworden sein. Ich bin leider nicht mehr der Gamer seit ein paar Jahren, aber der Controller fühlt sich immer super an. Ist hier so leicht mit einer Oberfläche ausgestattet, dass er einfach nicht rutschig ist in diesem Bereich, aber vorne dann auch noch etwas gummiert, aber ohne so ein bisschen noppigen Haptik hinten, aber vorne auch noch rutschfest und ansonsten die Standardtasten und die Bedienung, die man natürlich schon kennt. Oben, wie gesagt, ein Micro-USB-Stecker zum Aufladen und hier kommt man dann leicht an die Batterien ran, beziehungsweise auch an die
technischen Daten und da steht nochmal ein Hello from Seattle drin. Ja, natürlich ist Microsoft wie immer aus Redmond bzw. im Seattle Start. Wenn ich das hier wieder rankriege, dann wäre das natürlich schön. So. Dann wie immer die vier Tasten, von denen man nur die oberen hören kann. Die unteren nicht. Und dann haben wir hier unten auch den Kopfhöreranschluss natürlich und die Tastatur. Ein weiteres kann man wie immer unten auch weiterhin anschließen. Aber wie gesagt, der ist jetzt Bluetooth, den könnte ich jetzt am PC auch verwenden. Gut, ich habe euch einen Standfuß versprochen, der sollte hier drin sein. So, als erstes habe ich ein Xbox 14 Tage, glaube ich, genau, Gold Trial Gutschein. Hier hinten ist der Code drauf, den zeige ich natürlich nicht. Dann haben wir ein Garantieheftchen und am wichtigsten für viele, wir wollen die Xbox stehend haben. Der Standfuß ist nicht weiß, komischerweise. Zu einer weißen Konsole würde ein weißer Standfuß natürlich passen, aber wir nehmen jetzt mal die Xbox und stellen sie gleich da rein. Ein kleiner Teserstreifen hält das Ganze hier zusammen und danach kann man sie wunderbar einfach rausziehen. So, hier haben wir auch schon das wunderschöne Stück, wo der Lüfter hier auf die Seite bzw. nach oben hier entsprechend schön kühl das Gerät halten wird. Übrigens leise soll die Konsole auch sein und es wird natürlich, wie gesagt, deswegen empfohlen, die Konsole aufzustellen, ich glaube so aufzustellen, weil dann entsprechend hier in den Lüfter nicht, wenn sie aus ist, die Konsole der Staub reinkommt, wobei von hier oben natürlich Lüftergitter komplett offen sind und von der anderen Seite auch die Konsole komplett offen ist. Von der Seite könnt ihr schon sehen, das sind keine Anschlüsse, die sind natürlich nur auf der hinteren Seite, wo wir unter anderem Strom, HDMI, Ein- und Ausgang für natürlich Fernsehaufnahmen teilweise mit einem extra Adapter möglich sein werden. Dann haben wir USB-Anschlüsse, hier glaube ich einen genau, Infrarot-Ausgang, ein Audio-Eingang und natürlich noch ein Netzwerkeingang. WLAN ist auch integriert. Infrarot-Ausgang oder Eingang brauchen wir dafür, dass wir, wenn wir hinter einem Beamer zum Beispiel die Konsole verstecken, dann mit einem kleinen Infrarot-Verstärker immer noch die Tastatur oder Fernbedienung benutzen können, die Infrarot verwenden würde, die wir aber auch hier vorne sehen. Hier oben ist so ein IR-Blaster sozusagen, über den man die Konsole auch bedienen kann. Das ist, glaube ich, auch neu. Und auch neu ist, dass man vorne hier einen USB-Anschluss noch haben, entsprechend zum einfachen Anschließen von Zubehör. So, jetzt muss ich mal kurz schauen. Genau hier auf diese Seite nimmt man die Konsole und schiebt sie hier dann einfach rein. Klick, klick. So, und schon steht die Konsole auf dem Tisch. Unten ist sie sowieso schwarz, also die Seite passt so schon mal. Und auf der anderen Seite wird sie weiß sein. Und dann schaut sie entsprechend so aus, wenn ihr sie auf dem Tisch stehen habt. Und dann könnt ihr sie ganz einfach, wie gesagt, mit dem Controller hier schön oben abstellen und hier passen noch zwei, drei oben sogar drauf und dann könnt ihr sie hier einfach auch im ausgeschalteten Zustand bewundern. Die schöne neue Xbox One S, über die wir natürlich auch einen Test liefern werden, nicht unbedingt mit Spielen, sondern eher zur Konsole selbst, wie laut ist sie und natürlich mit ein paar Demos bzw. wie das Operating System ausschaut. Vielen Dank, dass ihr zugeschaut habt. Mein Name ist Balázs Gál, bis zum nächsten Mal und das war das Unboxing-Video zur brandneuen Xbox One S.